Patricia Petitbon ist wie geschaffen für die geheimnisvolle Figur der Melisande, deren Herkunft und Identität ein Rätsel bleibt. Sie verfügt über eine perfekte Diktion, sodass man jedes Wort dieses unglaublich schönen und symbolträchtigen Texts von Maeterlinck versteht. Und sie setzt ihre Stimme, ihr Instrument, meisterhaft ein. Mal sanft und geschmeidig, in Melancholie getaucht, mal fahl und vibratolos, um dann wieder auszubrechen in voller Farbenpracht. Genauso wie die Charaktere in Debussys Oper. Die Protagonisten scheinen wie im Nebel verloren und erleben wie in einem nicht enden wollenden Traum das, was die hypnotische Musik als verschwommenes Spiegelbild reflektiert. Unter der künstlerischen Leitung von Ivan Fischer mit dem Budapest Festival Orchester wird das sicher etwas ganz Besonderes.